Müssen wir denn hier hin? Ah, da hinten hin. Gut. Kommen wir da am besten hin? Ne. Ah, laufen. Holen wir den Bogen. Das ist schon ein tolles Werkzeug. Ich kann ja hier hoch klettern, oder? Wie war das denn nochmal? Ah ja. So war das. Und da kommt der Aufzug runter. Naja, wir wissen ganz genau, was Frau machen muss. Denn Frau muss hier hoch. Kletteräffchen. So. Die Pfeile, wir brauchen keine Pfeile. Denn Pfeile sind out, ja. Dann müssen wir, glaube ich, jetzt hier hin, genau. Und ui, hoch da. Schön hier einmal rumkratzeln. Ich glaube, hier hinten, dahinter war, glaube ich, eine Kiste. Mal gucken. Ja, so ein Geheimnis. Ja, gut, schenken wir uns. Ich glaube, jetzt war das hier hoch, ne? Wo kam der denn da nochmal hoch? Ich glaube, hier, ne? So. Und jetzt da dran springen. Einfach mal hier rum, ja. Ja, ein sehr weiter Weg hat sie. Aber naja, okay. So, den holen wir mal hier hin. Und wir fallen fast runter. Ja, nee, ist klar. Dann würde ich sagen, mal springen. Und den holen wir auch mal hier hin. Hui. Oh, da haben wir aber richtig Schwein gehabt. Ja, entweder gehen wir da nach oben, oder? Was haben wir denn da? Das scheint ein Geheimnis zu sein. Das schenken wir uns aber jetzt einfach mal. Also Lara, hoch da. Ha! Von wegen Geheimnis. Lara muss da lang. So, Munition will sie nicht. Hat sie wohl genug. Papier einmal rum. Genau, so war das doch. Oh, die Kiste. Super. Und jetzt einfach mal hier hin. Jetzt kommen, glaube ich, Gegner. Scheiß Oni! Wir haben doch
Ja. Keiner darf rein oder raus. Mit alles, was seinen Fuß da reinsetzt. Hast du der OMS gut zugehört? Ja, die sagten einfach. Ja, so einfach ist das. Da haben sie beide mal schlafen gelegt. So, Munition nehmen wir mit. Perfekt. Ich glaube, hier war das jetzt, ne? Ja, genau. Einmal hier rum. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg nach oben. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird noch besser. Ja, das wird noch besser. So, jetzt ist mal meine Frage. Merkt ihr eigentlich was von dieser Klettergewandtheit? Also ich sehe da jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Oder sagen wir mal so, ich merke da jetzt nicht wirklich einen Unterschied, was jetzt die Klettergewandtheit angeht. Also, ja. Warum auch? Wunderbar. Und wir sind... Wir sind endlich drin. Da ist nichts. Oh, sehr schöne Aussicht. Ja, endlich mal weiter. Ja, haben wir uns nochmal gefangen, wa? Ah, hier liegt was. Nehmen wir mit. Und wir pressen uns mal hier durch die Ritze. Ja, haben wir den auch noch erwischt. Wäre natürlich klasse gewesen, wir hätten beide erwischt, so. Aber da wäre schon krass gewesen, wenn der... Ja, mein Gott. Wenn der andere das nicht mitbekommen hätte. Kurz nach der Entdeckung. So, lass uns mal gucken. Können wir was machen? Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster so, müssen, Ausrüstung. 396. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden, 40. Soll, damit einwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Ah, wir müssen mal... Wie sieht das aus, Schrofinte? Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie sieht das denn aus? Haben wir... Wie wir alle. Ja, komm, lass uns mal die Schrotflinte was. Was haben wir hier? Patronenmagazin. Gut. Jetzt geht halt alles mal ein bisschen flotter von der Hand hier. So. Wo müssen wir hin? Da hinten. Gut. Ja, wir können theoretisch, warte mal. Ich will hier nichts falsch machen. Können, soweit ich weiß, können wir auch hier oben. Genau. Dadurch, dass wir die Türe jetzt hier aufgemacht haben, können wir jetzt mal darüber springen. Und ich weiß gar nicht mal, was da hinten gibt. Eine Kiste. Super.
Alter, lag da noch was? So. Nimm mal mit. Perfekt. Da ist ein Schalter. Ah, jetzt kommt dieses. Das Grab muss in den unteren Ebenen. Jetzt kommt dieses Rätsel. Naja, was heißt Rätsel? Das ist nicht wirklich ein Rätsel. Ja, genau. Der Aufzug steckt fest. Und wir müssen da runter. So, wir kommen da aber nicht runter. Dadurch müssen wir jetzt erstmal hier die Zahnräder wegmachen. So. Ich bin auf der Seite. Ja, genau. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht machen. Ja. Mein Handy. Perfekt. So, jetzt können wir. Können wir. Wie war das denn hier nochmal? Da hoch, glaube ich. Genau. Ja, komm runter. Jetzt können wir, glaube ich, hier die Türe aufmachen. Genau. Und jetzt müssen wir halt Stufe für Stufe müssen wir uns dann hier so hochkämpfen. Und dann halt mal gucken. So, jetzt machen wir erstmal hier oben die drei. Ich habe hier gesehen, hier gibt es Munition, aber wir brauchen wieder keine Munition, wie immer. Oberkommando an Agent. So. So, da ist der Aufzug. Hier oben ist eine Leiter. Und dann gucken wir mal. Ne, das ist eine höher müssen wir, ne? Ja, genau. Mal gucken. Ach, ja, genau. Wir sind aber auf dem richtigen Weg, so. Wir müssen nämlich jetzt erstmal wieder eine runtergehen. Und dann können wir den hier machen. Den machen wir nämlich über diese Ebene. Die Kiste hier nehmen wir natürlich mit. Ich muss nur noch drei Locken. Ja, das kriegen wir doch hin, Lara. Ist doch kein Problem. So, jetzt springen wir hier wieder runter. Rennen wieder eine Etage höher. So. Genau, jetzt müsste der Abgrund kommen hier. Jetzt holen wir den mal hoch. Und jetzt können wir hier direkt an die Wand springen. So, jetzt gucken wir mal, dass ich das, was ich jetzt hier schon alles gemacht habe, dass das jetzt nicht umsonst war. Die Kiste nehmen wir mit. Ah, super. Weg. Okay, einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Ja, einen noch. Der ist nämlich da. Und das müsste theoretisch jetzt hier über die Leiter sein. Danach holen wir uns mal oben das eine, hier, dat, die Kiste da. So, das war das letzte Teil. Ja? Ich glaube, das hat funktioniert. Ja, hat funktioniert, Lara, ist kein Problem. Feuer und komm runter da. So, jetzt rennen wir halt wieder den ganzen Weg nach unten. Da die Lara ja im Moment eh nichts zu tun hat. Hier hin. Kiste. Ja, hier sind ein paar Gegner. So. Den nehmen wir mit. Den schalten wir aus. So. Den haben wir auch erledigt. Und es sind keine Gegner mehr da. Perfekt. Ah, die Kiste hätten wir fast vergessen. So, und hier hinten ist auch noch ein Schatz.
Nehmen wir auch mit. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Ist hier was drin? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Okay, ist ja egal. Dann würde ich nämlich mal sagen, Räubern, klauen wir den mal. Ach ja, was wir auch noch machen können. Hier hinten, wenn wir hier durchschießen, da ist eine Kiste. So, die bekommen wir da durch. Wenn wir die hier anzünden, dann fällt die hier hinten raus. Da ist die Kiste. So, den untersuchen wir mal. Da geht's raus. Munition. Den Schrank hier, den machen wir natürlich noch auf, bevor wir langsam Richtung Finale kommen. So, die Kiste. Super. Na, dann gehen wir doch mal raus. Okay, hier ist es. Munition. Ja, ja, das kenne ich noch. Diese Figuren, Krieger, sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper, das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? So, wir haben jetzt... Da kommen nämlich unsere Freunde jetzt. So. Aber wir werden da in der nächsten Folge weitermachen. So, ich bin dann jetzt mal raus für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann.